Am Donnerstag, den 20. September 2012, lud die PD Glasseiden Oschatz GmbH zu einer Präsentation der grabenlosen Sanierung eines Abwasserkanals ein. Mit Unterstützung der Kanalsanierungsspezialisten Switelski Faber GmbH und dem Linerproduzenten BKP Berolina Polyester GmbH und Co. KG war ein ca. 40 Meter langer Abwasserkanal auf dem Gelände in Oschatz instand zu setzen. Eine Kamerafahrt vor der Sanierung dokumentierte vorhandene Schäden am Kanal. Aber zuvor eine kurze Einführung. Vom flüssigen Grundstoff Glas zum fertigen Produkt aus Glasfasern. Das geschmolzene Glas fließt durch Spinndüsen und wird hier zu einem flexiblen Faden für die Weiterverarbeitung gesponnen. So zum Beispiel vernäht zu multiaxialen Gelegen, eine Spezialität der PD Glasseiden Oschatz GmbH, insbesondere im Bereich der grabenlosen Kanalsanierung. Die ca. 30 geladenen Gäste von Abwasserzweckverbänden, Kommunen, Planungsbüros und der TU Dresden waren sichtlich beeindruckt angesichts der vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten der Oschatzer Glasfaser. Zurück zur Baustelle. Nach gründlicher Reinigung wird eine Gleitfolie in den zu sanierenden Kanal eingezogen. Danach folgt der Berolina Liner, bestehend aus einer Innenfolie, einer UV-dichten Außenfolie und den mit UP-Harzen getränkten Oschatzer Glasfaserkomplexen. Beide Enden des Schlauchliners werden luftdicht verschlossen und mittels Druckluft kontrolliert aufgeblasen und somit formschlüssig an die Rohrwand gepresst. Mit 3 Minuten pro Meter wird die gezündete UV-Lichtquelle durch den noch nicht ausgehärteten Liner gezogen. Nach ca. 2 Stunden kann die Lichtschlange und die innere Schutzfolie entfernt werden. Nur noch eine Kameraabnahme zur Sichtung und die zahlreichen Gäste können sich am Monitor vom Erfolg der ausgeführten Arbeiten überzeugen. Deckel drauf, fertig! Eine gelungene Kooperation und Demonstration dieser Sanierung mit Schlauchlinern aus Oschatzer Glasfasern.